CoreGamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, hier sind wir wieder. Wir sind immer noch im Lager. Ich möchte nämlich mal gucken. Gesandter Fellhammer. Vorratskisten der Vermünden. Okay. Runen für... Oh, Runen? Ah, geil. Komm, hier, die Expertenrunen hauen wir jetzt alle da rein. Fertig. Wir können's halt. Weggehen. Selbst die Templer werden beeindruckt sein, welche Macht du unter eurem Kommando steht. Hey, Wynn. Oh, es war ein langer Tag. Ruhe. Ich hätte jetzt gern etwas Ruhe. Ist alles in Ordnung? Ja, ja, natürlich. Ich bin nur ein wenig erschöpft. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich kein Küken mehr bin. Ah, ja, ihr seid schon erwachsen. Sehr lustig. Aber mal ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch habe. Mein Leben dauert nun schon sehr lange. Aber immer gibt es neue Aufgaben und ich darf nicht nachlassen, wenn ich sie bewältigen möchte. Ich werde wohl froh sein, wenn ich endlich fertig bin. Ihr werdet sicher noch viele Jahre herumtoben. Oh, ich weiß nicht. Wirklich nicht. So, dann werden wir uns jetzt aufmachen. Die Quest mit Flemmes Zauberbuch, die machen wir ein andermal. Erstmal möchte ich mit Morrigan. Unbedingt. Mit ja. Alistair, aufgrund dessen, dass wir ja so clever waren und Shale ja. verloren haben. Und mit Wynn als Heilerin. Möchte ich gen Schloss Redcliffe. So, dann werden wir mal zusehen, dass wir das Kind befreit kriegen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das wirklich noch hin in diesem Video. Und dann hätten wir quasi komplette Freiheiten, was die ganzen Quests angeht. Ich glaube, nach Redcliffe müsste ich auch noch mal, wegen der Leichengalle. Ich gehe mal eben durchgucken. Wartet mal eben, Leute. Gemmas Kiste. Gefährten da. Flamme Zauberwut. Das Schwert der Beresat. Orte der Macht. Ah, der letzte ist in Denrim. Der Magier. Wurde es gebeten? Ach so, ah, okay. Kommandant Harith in Redcliffe, da werden wir mal nachgucken. So, hier, Redcliffe. Im Schloss verschwunden. Ach so, ja, muss ich auch noch, dass die zurückgekommen ist. Gemmas Kiste, Denrim. Keine Ahnung mehr, wo das war. Der Aal von Redcliffe. Da haben wir es doch. Ach, guck mal, siehste. Der Aal von Redcliffe. Danach haben wir nur noch das Wesen der Bestie. Ich bin begeistert. So, erster Verzauberer Irving. Und Bentigen. Die Magier warten darauf, mit dem Ritual zu beginnen. Ja. Ah, da seid ihr ja. Ja. Wir haben Lyrium dabei und bereiten gerade das Ritual vor. Dann können wir jederzeit anfangen. Das ist der Plan. Es kann also nur eine Person hindurch. Ja, wir haben derzeit nicht genug Lyrium, um mehr als einen Magier ins Nichts zu schicken. Ist das bestimmt der einzige Weg? Er funktioniert nur, weil das Kind dem Dämon freiwillig die Kontrolle übergeben hat. Wenn der Dämon den Wirt mit Gewalt übernimmt, muss die Abscheulichkeit vernichtet werden. Das Lyrium reicht nur für einen Versuch. Hoffentlich habt ihr Erfolg. So ein Knabe verdient etwas Besseres als eine Hinrichtung. Oh ja.
Habt ihr noch einen letzten Ratschlag? Das kommt ganz auf den Dämon an. Es klingt nach einem Geist der Wollust und der Gier, die zu den Mächtigeren in der Hierarchie zählen. Aha. Er wird euch ins Gespräch ziehen und mit einem Angebot locken. Geht nicht darauf ein. Ihr seht ja, wohin Abmachungen mit Dämonen führen. Fangen wir an. Ich bin froh, dass wir diesen Weg gehen. Es ist die beste Lösung. Nun gut. Wer geht ins Nichts? Morrigan geht. Dann lasst uns beginnen. Morrigan genießt mein absolutes Vertrauen. Mal sehen, ob das gerechtfertigt ist. Okay, Morrigan ist im Nichts. Bist du das, Connor? Moment, ich würde gerne fähigkeitstechnisch hier ein bisschen... Ach Quatsch, das geht ja nicht hier, das geht ja hier. Talente. Lebenskraftentzug habe ich. Ah, warte, wir machen uns das jetzt mal. Nein, verdammt, was mache ich denn? Ah, ich bin so ein Fool. Zuweisen. X. Zuweisen. Da. Das brauchen wir nicht. Was bist du? Fluch der Verwundbarkeit. Braucht man bitte Information? Züge auf Kälte, Elektrizität. Verursacht, okay. Der Schock will ich haben. Den Schock möchte ich haben. Kältekegel. Die Flammen möchte ich haben, danke. So, okay. Ich denke, damit sind wir ganz gut gewappnet. Wo bist du? Ich verstehe nicht. Ich will nach Hause. Ja, hier geht's ja voll ab. Connor, na du? Wer bist du? Hast du Vater so krank gemacht? Sag es mir. Nein. Nett sein. Wir sind nett. Kusch, lauf und spiel oder mach sonst was. Och, wie nett Nein. sie sein kann. Du willst Vater wehtun. Das lasse ich nicht zu. Boah, Alter. Also das Elektrizitätsgedöns, das war gerade mal richtig, ne? Okay. Habe ich jetzt verkackt oder nicht? Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich hier gerade tue. Aber ist ja egal. Wann wusste ich das je, ne? Ah, warte. Genau, jetzt kann ich ja hier durch. Nee, oder auch nicht. Hört's mit meinem Husten, du, wird auch nicht besser. Du machst Vater so krank! Nein! Hallo! Warum tust du mir das? Warum willst du mich aufhalten? Versuche ein Gespräch zu beginnen. Schluss mit den Spielchen. Gib mir, was ich will. Och, Morrigan, du bist so nett. Eindringling, ich vertreibe dich. Schon wieder. Boah, Alter, ohne Scheiß. Das ist total der pompöse Zauber. Ich verstehe. Wie ihr wünscht. So soll es sein. Ich werde es tun. Okay. Ich helfe ihm und du hinderst mich nicht daran. Wenn du das sagst, kleiner Mann, dann wird das schon passen. Geh weg von hier. Du musst weggehen. Nein. Warum? Ich halte dich auf. Bestimmt. Gesegnet sei.
Auf wen des Erbauers Auge ruht? Okay, hier geht's nicht lang. Ist gerade für mich irgendwie nicht sehr eindeutig, wo es lang geht, ne? Huiuiui. Ich mache mich gerade selber krank, aber ansonsten geht's mir gut, danke. Ja. Wo bin ich denn hier gelandet? Och, wie süß. Vater wandert ziellos herum und sucht mich. Gefangen in meinem Netz. Alles ist genau so, wie es sein sollte. Warum mischst du dich ein? Wir argumentieren. Wozu diese Illusionen? Lass uns reden. Auge in Auge. Nein, du solltest jetzt gehen. Beharre nicht, sonst wird dir Schlimmes widerfahren. Oh ja. Als ob man Morrigan mit sowas Angst einjagen könnte. Jetzt mal ganz ehrlich. Ah, das ist eine schlechte Idee. Oh, es wird wieder schlimmer. Ich sterbe wahrscheinlich am Wochenende. Nein. Wird geladen. Please hold the line. Hi. Also gut. Keine Illusionen mehr. Wir stehen uns Auge in Auge gegenüber. Ihr seht meine wahre Form und seid auf meinem Besitz. Aha. Hier ist meine Macht am größten. Und dennoch will ich mich nicht mit euch messen. Wenn ihr vernünftig seid, haltet ihr das genauso. Ist klar. Wir sollten stattdessen reden. Haltet ihr mich für so dumm? Ich weiß, dass man mit euresgleichen nicht verhandelt. Ach, wie traurig. Nun denn, wenn ihr den Kampf wünscht, sollt ihr ihn haben. Zeigt, ob eure Macht mit eurer Kühnheit mithalten kann, Kreatur. Hi. Oh. Warum musste es nur so weit kommen? Jetzt findest du dein Ende. Ich verstehe. Dauert nur einen Moment. So soll es sein. Ich verstehe. Wie ihr wünscht. Ich werde es tun. Hat sie sich wieder aufgefüllt? Flambier, du Biest. Ich will nicht. Und weg, Vase. Ich denke, ich habe bewiesen, dass meine Macht mit meiner Kühnheit mithalten kann. Chaka. Ausgezeichnet. Aber wir sind noch nicht fertig mit Radcliffe. Wem verbrennen die da? Achso, ich dachte gerade schon, die würden den Aal verbrennen. Massenseebestattung. Da kommen ja gleich wieder so Witcher-Gefühle in mir hoch, ne? Wir erinnern uns die Beerdigung von König Bran. Eieiei. Mhm. Ja, da waren wir auch schon.
Es ist also vorüber. Connor ist wieder er selbst. Er scheint sich an nichts zu erinnern, was ein Segen ist. Wir werden ihn wohl nach dem Krieg zum Turm des Tempels der Magie schicken müssen. Zur Ausbildung. Ein seltsamer Gedanke, sich den Jungen als Magier vorzustellen. Ja, aber nötig. Eamon hat viel zu betrauern und wieder aufzubauen, so er sich erholt. Aber zumindest kann er dankbar sein, dass Sohn und Gattin wohlauf sind. So sieht's aus. Ich schulde euch meinen tiefsten Dank. Ich hatte schon... kaum zu glauben, dass Connor wieder der Junge ist, der er vorher war. Da ist noch die Sache mit Jarwin. Er hat Eamon vergiftet und damit alles andere losgetreten. Er lebt und ich muss entscheiden, was mit ihm geschieht. Wir halten ihn fest und Eamon soll über ihn richten. Erholt er sich nicht, ist Jarwins Schicksal besiegelt. Wie denkt ihr darüber? Ich glaube, das ist nicht eure Entscheidung. Was soll das heißen? Er hat viele der Probleme hier verursacht und ist ein Magnifiker. Richtig. Er fällt in die Verantwortung des Zirkels der Magie. Ihr mögt recht haben, aber das ist Eamons Entscheidung, nicht meine. Tut mir leid. Jarwin bleibt vorläufig im Kerker. Unsere Aufgabe ist noch nicht beendet. Der Dämon hat das Leben meines Bruders verschont. Nur liegt er jetzt im Koma und wir können ihn nicht wecken. Die Urne. Die Urne der heiligen Asche wird Eamon retten. Ich werde die Urne suchen. Danke für eure Bereitschaft, bei der Genesung meines Gatten zu helfen. Geht zu Bruder Ginny Tivi, den Scholar in Denerim. Er versucht schon seit einigen Jahren, die Urne zu finden. Die zurückgekehrten Ritter sagen, sie hätten Ginny Tivi nicht gefunden, aber vielleicht führt euch ja der Erbauer zu ihm. Ja, der. Ich muss in die Halle und den Wiederaufbau veranlassen. Viel Glück, der Erbauer sei mit euch. Oh, das klang aber jetzt aber nicht wirklich überzeugt. Okay, so. Oh, Bücherstapel. Geschichte von Ferelden, von mir aus. Da ist Art Eamon, da ist ein Buch. Die erste Verderbnis, Kapitel 2. Ist hier noch irgendwie was? Nein, aber ich glaube, hier habe ich was gesehen. Ja, Connors. Evelyn, rette... Ah, Evelyn, da fällt mir was ein. In Dragon Age 2 gab es auch einen Charakter, der so hieß, ne? Meine ich zumindest. Oder so ähnlich hieß. Die erinnere ich mich noch. Ich glaube aber auch nur, weil sie die erste Gefährtin war, die man da kriegt. Dragon Age 2 habe ich ja zum Beispiel auch nur einmal durchgespielt bisher. Das wird sich ja dann wahrscheinlich auch mit euch zusammen ändern. Hoffe ich doch mal. Boah, ich sag's euch, ne? Ist furchtbar gerade. Okay, da können wir nicht rein. Oh, ich guck mich mal hier oben noch ein bisschen um. Und schon werden wir wieder belohnt dafür. Die Gurains aus Ferelden. Aha. Hier geht's ja ab, du. Ja, wie wir gesehen haben, nach Redcliffe werden wir jetzt gleich auch nochmal tigern. Tagebuch hatte eines Besänftigten, so rum. Und ich habe natürlich wieder keinen Schlossknacker dabei. Ja, geil. Ich werde ja auch nicht klug, ne? Ich mache das ja immer wieder. Wundunschlag, Drachenstatue aus Stein. Okay, why not? Nehmen wir mal mit. Dann werden wir jetzt noch nach Redcliffe runterjackeln. Und uns davon überzeugen, dass die junge Dame heil aus dem Schloss so rausgekommen ist, damals. Vor weiß ich nicht wie viel Tagen. Oh, erstmal strecken. So. Ach, guck mal, hier ist auch noch was. Okay, komischer Ort für einen Streitkolben, aber hey, wer bin ich, dass ich da mir ein Urteil erlaube? Das ist ja alles legitim. Aha. Ach, guck mal, das Amulett von Alistairs Mutter. Warte, das haben wir doch noch
Das können wir ihm auch direkt mal in die Hand drücken. Wo ist er, der liebe Alistair? Da ist er, der liebe Alistair. Da. Das ist das Amulett meiner Mutter. Ja. Das muss es sein. Aber warum ist es nicht zerbrochen? Wo habt ihr es gefunden? Hier. Oh, das Studierzimmer des Arls? Dann muss er das Amulett gefunden haben, nachdem ich es gegen die Wand geschleudert hatte. Es repariert und aufbewahrt haben. Ich verstehe nicht, warum hat er das getan? Vielleicht wollte er es euch zurückgeben. Ja, vielleicht. Möglich hatte er es sogar bei einem seiner Besuche im Kloster dabei. Aber ich war so feindselig, ich hätte ihm gar keine Chance gegeben. Danke, wirklich. Ich dachte, ich hätte es wegen meiner Dummheit endgültig verloren. Tja, sieht nicht so aus. Ich muss mit ihm darüber reden, falls er wieder gesund wird. Sobald er wieder gesund ist. Ich wünschte, ich hätte es schon vor langer Zeit wiederbekommen. Euch ist eingefallen, dass ich es schon einmal erwähnt habe? Wow. Normalerweise hören die Leute nie zu, wenn ich etwas erzähle. Wir sind Freunde, natürlich ist es mir eingefallen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich fühle mich geehrt. Nochmals, danke. Zack, große Konstitution. Haben wir auch wieder ein bisschen Bonus bei Alistair. Können wir uns wieder mehr Shit erlauben. So, So, jetzt muss ich mal eben auf der Karte gucken. Also hier ist das nicht. Ja, dann gehen wir mal in den Hof, würde ich sagen, ne? Und da müssen wir ja mit dem, mit diesem Hauptmann oder was der war, da müssen wir ja für die Gemeinschaft der Magier was machen. Ja. So, ich suche, ohne Scheiß, ich möchte am liebsten immer noch eine Axt haben, ne? So eine dicke, schöne Axt, ne? Mit denen du dann so richtig schön Scheitel ziehen kannst als Zwerg. So muss das doch, oder nicht? So, wir gehen zu Dorf Redcliffe. Komm, auf dem kleinen Weg jetzt am besten noch ein Kampf. Dann lache ich. Ja, aber wie wir gehört haben, wir haben eine neue Aufgabe. Wir müssen die Urne der, Asche von Andraste suchen. Nein. Oder doch? Nein. Nein, doch, ja, nein. Jein, nein, ich weiß nicht. Nein, ich muss, ja, okay, nee, ich bin doch richtig. Genau, oder nicht, oder doch, oder ja, oder nein, oder ja, oder nein. I'm so confused. Ah, okay, jetzt habe ich's, jetzt weiß ich wieder, okay. Genau, hier können wir langjackeln. So, wo sind sie denn, unsere Buben? Also hier, finde ich gar keinen, super. Kommandant Tyrith, ey du! Geht bitte weiter. Nein, ich habe was für dich. Ich habe ein Geschenk von der Gemeinschaft der Magier für euch. Wunderbar. Ich freue mich immer über Nachrichten von meinen aufrechten Freunden aus der Gemeinschaft. Meine Männer und ich danken euch. Ich werde sicherstellen, dass die Großzügigkeit der Gemeinschaft erwidert wird. Sehr gut. Nun solltet ihr euch wieder auf den Weg machen. Okay. So, haben wir da auf jeden Fall auch Quest aktualisiert. Du hast den Kommandant, Zeniere, kehre zur Gemeinschaft zurück. Okay, ja, das machen wir dann. Mal gucken, ob wir das heute noch machen, das weiß ich noch nicht. Da muss ich erstmal schauen. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass die alte Heil angekommen ist. Wir gucken mal beim Vater vorbei in der Schmiede. So, hier war die Schmiede. Mal gucken, ob sie da ist. Ich bin gespannt. Und da ist er. So, Owen. Meine Valena ist zurück. Sie hat mir von eurer waghalsigen Rettungsaktion erzählt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Offensichtlich hat er auch wieder gut getankt. Als Belohnung für eure Tat. Es ist eine Zwergenanfertigung und dürfte euch nützlich sein. Danke, ich habe gern geholfen. Nochmals danke. Ich stehe auf ewig in eurer Schuld. Oh, was haben wir denn erhalten?
Oh, vielen Dank. Das ist sehr nett. Abgeschirmte Zwergenrüstung. 5, irgendwas. Okay, nee, die ist Müll. Gleich weg damit. So, den Templerhelm kriegt noch Alistair, ne? Ja. Dann machen wir ihn ja gleich richtig zum Templer, ne? Ah, siehst du, schon haben wir... Wieso habe ich... Ach, ist mir auch egal, komm. Ich muss nicht alles verstehen in dem Spiel. Die Rose aus L.A. will ich eigentlich Leliana geben. Mach ich auch. Irgendwann. So. Das heißt, wir sind jetzt hier soweit fertig, ne? Wir haben jetzt hier in Redcliffe, zumindest im Dorf Redcliffe, haben wir jetzt nichts mehr zu tun. Bin ich begeistert von. Blutmagie. So, gucken wir nochmal ins Questlog. So, Gemeinschaft der Magie. So, hier Verderbnis, der Aal von Redcliffe. Ja, ja, du hast den Dämon im Nichts besiegt und ihn aus Connors Körper vertrieben. Hui! So. Und die Urne der heiligen Asche. So, Zirkel der Magie, da haben wir nur noch hier sowas, ne? Denerim. Osama. So, wir könnten Flemmets. Ja, ich würde sagen, warte mal, können wir mit Morrigan schon quatschen? Wir sind nicht allein, demzufolge auch nicht ungestört. Aber wenn ihr dennoch fragen möchtet, dann bitte, was ihr wollt. Was muss ich tun, um euer Wohlwollen zu erringen? Ihr habt mein Wohlwollen bereits. Oder sucht ihr doch nach etwas anderem, etwas... intimeren? Ich bin wohl bereit für den nächsten Schritt. Ach ja, das ist gut zu wissen. Mal sehen, das Wohlwollen hat natürlich seinen Preis. Ihr könntet zum Beispiel ein Kompliment machen. Oder ist das zu viel verlangt? Wir flirten noch ein wenig. Ich bin brillant und ganz erstaunlich. Geil! Ihr seid brillant und ganz erstaunlich. Ich werde mich wohl mit dem Offensichtlichen zufrieden geben müssen. Also gut, ihr habt mein Wohlwollen errungen. Aber passt auf, dass ihr es nicht wieder einbüßt. Oh. Ihr steckt wirklich voller Fragen. Schon gut. Wir sind nicht allein, dem... Und ihr wollt das wirklich vor Publikum tun? Ich hab da kein Problem mit. Großartig. Entschuldigt mich, ich muss mich übergeben. Alistair, dich hat keiner gefragt. Wie war das, Alistair? Wir haben gerade nicht zugehört. So, ein wenig unser Techtelmechtel mit ihr vertiefen. Gut, mehr werden wir dann auch hier nicht mehr machen. Ich verabschiede mich dann aus dieser Folge und sage zu euch mit dem Cyclops-Blick hier, sage ich zu euch, see you guys und schaltet auf alle Fälle ein, wenn es weitergeht mit Dragon Age Origins. Bis denn, tschüss. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.